Hi Freunde, Mottenmann hier. In diesem Video geht es um die Rüstung sowie die Waffe, die ich gerade anhabe. Es ist die Rüstung des Feuerprälaten und beim Farm habt ihr auch die Möglichkeit, diese Peitsche zu bekommen, eine Dornpeitsche, die Blutungseffekte hat und dadurch auch extrem gut nutzbar ist. Sie hat eine schöne Reichweite, schlägt extrem schnell zu und ist echt eine coole Alternative zu anderen Waffen und macht nochmal extra Spaß. Die Rüstung hat einen besonderen Stellenwert im Spiel. Sie ist nämlich eine der schwersten Rüstungen, die ihr bekommen könnt und hat extrem gute Rüstungswerte. Doch da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wenn euch das Video gefällt, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da, damit ihr kein Video von mir verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Wie immer gucken wir uns zuallererst an, was diese Rüstung eigentlich so besonders macht. Und zwar, wenn ihr euch die Rüstung anguckt, seht ihr, sie hat extrem hohe Schadensresistenzen, egal ob gegen körperlich, gegen Schlag, Schnitt, Stich, magisch, Feuer, Blitz, heilig, alle Stats sind extrem hoch und auch die Resistenzen auf der anderen Seite, Immunität, Robustheit, Fokus, Lebenskraft und Gleichgewicht sind extrem hoch. Also alles insgesamt eine extrem tankige Rüstung. Das zählt nicht nur für den Helm, das zählt auch für die Rüstung an sich, für die Stulpen und für den Beinschutz. Und warum sind die Werte so hoch? Das ist, weil das Gewicht dieser Rüstung extrem hoch angelegt ist. Ich habe extrem viele Rüstungsteile, wie ihr sehen könnt, und auch viele verschiedene. Und es ist mit Abstand die schwerste Rüstung, die ich in meinem Besitz bzw. in meinem Inventar zu finden habe. Es gilt natürlich nicht nur für den Helm, auch für die Brust, für die Stulpen und auch für den Beinschutz. Zusätzlich zum Farm gibt es noch die Dornpeitsche bei dem Mob. Ist eine relativ solide Waffe. Sie schlägt extrem schnell zu, hat hohe Blutverlust, also hat Blutverlusteffekte dabei und hat eine extrem hohe Reichweite. Sie kommt zwar nicht mit einem guten Skill im Pack, also sie hat nur Tritt dabei, aber ihr könnt ja selber auch eine Asche drauf machen und ihr könnt sie mit normalen Schmiedesteinen hochskillen. Ich finde, die Waffe ist echt cool, macht Spaß mit ihr zu spielen. Wenn man schlägt, sieht man schon, sie hat eine extrem schnelle Reichweite und einen extrem schnellen Schlag. Und gerade wenn ihr zwei damit habt und beide Seiten schnell drückt, schlagt ihr extrem schnell zu und könnt so auch gut Gegner kontrollieren. Doch jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann ich diese Sachen nutzen? Und dafür, beziehungsweise wie kann ich dieses Equipment farmen? Dafür lege ich mir mal eben eine andere Rüstung an und eine andere Waffe, denn sonst bin ich zu schwer und kann mich nicht bewegen. Und mit den Peitschen schaffe ich den Boss leider nicht ganz, weswegen ich euch den Bluthund-Reißzahn empfehlen. Dabei hat es bei mir extrem gut funktioniert. Wir befinden uns im ersten Schneegebiet bzw. im rechten. Das erreicht ihr, wenn ihr den großen Aufzug von Rold mit dem normalen Wappen hochfahrt. Da solltet ihr dann zu den Ruinen von Zamor kommen und ich zeige euch den Weg jetzt, wie ihr zu den Katakomben des Riesengipfels kommt, um effizient und gut farmen zu können. Das Ganze ist relativ weit im Spiel, nach der goldenen Stadt direkt. Ist aber auch nicht am Ende, weil egal, ob ihr im rechten oder im linken Schneegebiet seid, es kommt entweder noch dieses Gebiet oder das Sturmgebiet rechts. Ich will euch jetzt gar nicht spoilern. Wir sind im Endgame, aber noch nicht ganz am Ende vom Spiel. Also guckt gerne, ob ihr hier vorbeikommt. Ja, wir beginnen, wie gesagt, bei den Ruinen von Zamor und ihr braucht für die Reise ein Pferdchen. Hier ist übrigens der Gnadenpunkt. Ich gehe nochmal kurz hin, damit jeder das auch mitbekommt. Und wir gucken in Richtung dieses Kollegen, beziehungsweise in Richtung des Berges und laufen hier erstmal hinauf. Wir springen mit unserem Pferd hoch und wir wollen den Berg am Rand ein wenig erklimmen. Das ist hier rechts lang, beziehungsweise links, je nachdem von wo man guckt. Und wenn ihr hier oben angekommen seid, seht ihr gleich eine kleine Lücke zwischen dem Berg. Das ist hier am Ende des Pfades, wo wir hindurch gehen wollen. Da oben seht ihr schon die Spitze oben, wo wir am Ende hindurchgehen wollen. Und hier hinter verbirgt sich ein Weg, der nach unten führt. Hier lauft ihr einfach runter und es gilt, diesen Mob hier mit der Feuerschale auf dem Kopf, ein bisschen am Wackeln, zu töten bzw. zu farmen. Dafür würde ich euch aber raten, geht erstmal rechts den Berg runter. Hier ist eine kleine Höhle. Da könnt ihr die Tür öffnen. Die Höhle könnt ihr natürlich auch durchmachen. Sie hat auch einen Boss. Viel Spaß dabei. Und hier ist ein Gnadenpunkt. Den benutzen wir zum Resetten. Also setzt euch da gerne einmal dran, damit ihr quasi alles zurücksetzt. Bevor wir aber loslegen, würde ich euch empfehlen, nehmt in der Ausrüstung auf jeden Fall den Silberskarabäus. Wie genau ihr den bekommt, packe ich euch auch ein Video in der
Videobeschreibung, wo ihr das nochmal nachschauen könnt, der die Objektentdeckung erhöht und nehmt optional den silbernen Federtierfuß mit, erhöht auch kurzzeitig die Objektentdeckung, ich glaube 3 Minuten. Objektentdeckung erhöhen bedeutet, ihr findet einfach mehr Items, also Rüstungsteile, Waffen etc. von Gegnern, die ihr gerade farmt. Und ja, das ist dann auch schon der Weg, ihr seid hier am Punkt der Gnade bzw. am Rastpunkt, geht hier einfach kurz raus und wählt schon mal eure Asche aus, denn eure Asche kann im Fight auch benutzt werden. Jetzt springen wir einmal hoch, beziehungsweise gehen hier rüber. Hier ist ein Mob, den müssen wir vorher einmal kurz töten, sonst nervt er uns nur. Ist aber relativ easy mit meiner Waffe, weil er One-Hit ist und beschwert eure Asche. Könnt euch dann nochmal hochheilen und geht dann einfach runter und haut das Mob um. Also es hat jetzt nicht so viel Leben, man schafft es auch ohne Asche. Ihr müsst aufpassen, er ist relativ schnell mit seiner Waffe. Und hat halt auch eine extrem hohe Reichweite, wie ihr sie auch am Ende habt. Und er kann so eine Art Vulkan auslösen mit seinem Kopf, den er oben hat. Ja, es ist sein Kopf. Haben wir schon wieder den Beinschutz bekommen, chillig. Der dann halt so ein bisschen Magma um sich speit. Sollte aber, wenn ihr relativ weit im Game seid, kein Problem sein. Und falls ihr noch nicht so weit seid, passt einfach ein bisschen auf. Wie gesagt, er ist relativ schnell, er hat ein paar Tricks und ist nicht zu unterschätzen. Ja, ich habe ungefähr 10 Minuten gebraucht, um jedes Rüstungsteil bzw. die Rüstungsteile, die ich habe, sowie die Peitsche zu bekommen. Es gibt nochmal ein ähnliches Monster, das nochmal eine andere Waffe und einen anderen Brustschutz droppt an einer anderen Stelle des Spiels. Da möchte ich aber jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Wir sind ja gerade bei diesem Mob und wie ihr diesen farmen könnt. Wenn ihr ihn getötet habt, geht ihr einfach wieder zurück zu dem Punkt, wie ich es gerade gemacht habe. Lauft hier wieder von hinten ran an den Mob, könnt den dann wieder umhauen und geht dann nochmal auf den Boss zu und haut ihn dann einfach um. Er hat auch noch diesen Sprung, ihr seht's. Schießt dann so ein bisschen Magma oder Lava aus seinem Kopf auf sich. Er kann sich aber auch, wie zum Beispiel der Feuerriese, zu einem Vulkan aufbauen. Und dann halt, da macht das gerade. Hat sich getötet und abgebrochen, cool. Er hätte es fast gemacht. Das kann er auch, aber an sich ist er relativ einfach zu bekämpfen. Wie gesagt, wenn ihr einfach ein bisschen aufpasst mit der Peitsche, die recht schnell ist, und auf nahe Distanz geht, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, das Ganze macht ihr immer wieder das Gleiche, also ihr geht wieder zu den Katakomben zurück, portet euch wieder hin und her und farmt das Mob, bis ihr alle Sachen habt. Ja, und das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt. Vielen Dank vorab. In der Videobeschreibung findet ihr noch meinen Discord-Kanal, da bauen wir gerade eine Community auf, zu Elden Ring, aber auch zu anderen Spielen wie New World, TFT, Fortnite, I don't know, da wird wirklich alles gespielt. Hauptsächlich aber Elden Ring und New World. Und werdet einfach Teil der Community. Wir helfen uns gegenseitig, egal ob Xbox, PS4, PS5, PC. Alles ist da wirklich vertreten. Jeder hilft jedem extrem geil. Werdet einfach Teil davon, helft Leuten, bekommt Hilfe angeboten. Ist eine echt coole Sache. Sonst seht ihr noch meinen Twitch-Account unten. Geht da gerne drauf, lasst ein Follow da. Vielleicht ein Prime-Sub, würde ich mich auch drüber freuen. Gerade wenn ich das nächste Mal live bin, wenn ihr dazukommt und einmal Hallo sagt. Ja, das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao!